Am 27.05. fand die erste Versammlung zum Thema Hochschulstruktur statt. Bei dieser Diskussionsrunde stellten die vier Fakultäten ebenso wie der Stura und einige Strukturkommissionsmitglieder ihre Meinung zum Strukturwechsel der BTU dar. Die Studenten, Mitarbeiter sowie Professoren konnten im Nachhinein ihre Positionen darlegen und positive sowie negative Kritik aussprechen. Doch was ist das für eine Struktur, um die es dabei ging? Wir trafen uns mit dem Präsidenten, um der Frage nachzugehen. Warum wird nach einer neuen Struktur gesucht? Das hat viele Gründe. Der einfachste ist vielleicht, liegt darin oder kann man darin sehen, dass wir eine neue Studienstruktur haben. Wir haben ja Bachelor-Master eingeführt, aber wir haben eine Universitätsstruktur, die noch nach dem alten Modell organisiert ist, also nach den Diplomstudiengängen oder den Magisterstudiengängen. Der zweite Grund ist, dass wir eine Universität sind, die eine Größe hat, 5.500 Studierende, die ungefähr so groß ist wie eine normale Fakultät an einer normalen großen Universität. Das heißt, die Frage ist, ob wir nicht uns zu viel interne Struktur gegeben haben bereits. Und der dritte Grund ist, dass in einer direkter organisierten Struktur, in der also weniger Zwischenebenen drin sind, auch die Mittelverteilung besser funktionieren kann. Letztlich also, können Sie sehen, geht es darum, dass wir zunächst einmal uns überlegen, welche Struktur ist für die Studierenden, also in Bezug auf Lehre, die beste. Zweitens, welche Struktur ist für die Lehrenden, die Professoren, die beste. Und drittens, wie lassen sich am besten die Finanzierungen realisieren. Gut, die Kommission hat nun ein Matrix-Modell vorgeschlagen. Können Sie kurz einige Vor- und Nachteile dieses Modells nennen? Einer der ganz großen Vorteile ist, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip automatisch damit immer haben. Das heißt, wir haben immer eine doppelte Zuständigkeit. In einem Matrixmodell, das beruht ja darauf, dass wir Verantwortliche haben, die in der Horizontale zuständig sind für Studiengänge eines bestimmten Typs, also für alle Bachelorstudiengänge oder für alle Masterstudiengänge, und dass wir in der Vertikale die einzelnen Fächer haben. Wir glauben, dass das eine bessere Betreuung der Studierenden ermöglicht und dass es zudem eine Entlastung der Personen, die bisher für beides zuständig waren, mit sich bringen wird. Herr Österreich, Sie als Mitglied der Kommission haben sich ja schon seit langem mit dem neuen Modell, mit dem Matrix-Modell beschäftigt. Können Sie uns denn kurz sagen, was dieses Matrix-Modell ist? Wenn man es kurz fasst, der Begriff Matrix ist eine Hilfsgröße, um zu sagen, es ist etwas anderes als eine hierarchisch-lineare Struktur, wie Fakultäten im Moment im Prinzip organisiert sind. Das heißt, die personelle, wissenschaftliche und Studienorganisation ist in einer Fakultät gebündelt. Die Überlegungen, die wir angestellt haben, beinhalten eigentlich, kleinere organisatorische Einheiten zu schaffen, die heterogenen Fakultäten mit sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen auseinanderzunehmen in homogene kleine Einheiten, wo Personen mit ähnlichem wissenschaftlichen Hintergrund zusammenarbeiten. Die zweite und eigentlich gravierendere Veränderung ist die Überlegung, die vielen neuen Studiengänge respektive im Masterbereich, die nicht mehr klassisch als ein grundständiger Studiengang einer Fakultät funktionieren, weil sehr viele andere Bereiche mit in der Lehre involviert sind, aus der Organisation und Verantwortung der Fakultäten herauszunehmen. Und das ist jetzt das Thema Matrix, dass sie nicht mehr vertikal in den Fakultäten organisiert sind, sondern horizontal über die Fakultäten oder die Institute oder Departments hinweg organisiert sind. Dann wäre das vielleicht einfacher und für die Studiengänge besser, weil es keinen Besitz eines Studiengangs gibt. Um die Aussagen zu verdeutlichen, stellen wir nun zuerst das bestehende Fakultätsmodell mit Hilfe der Gummibärchen dar. Das Fakultätsmodell ist folgendermaßen aufgebaut. Es existieren vier Fakultäten, hier dargestellt mit roten, grünen, gelben und orangefarbenen Gummibärchen. Jede Fakultät besitzt einen Dekan, der vom Fakultätsrat gewählt wird und eine beratende Funktion hat. Über den Dekanen steht der Präsident, welcher Entscheidungen trifft. Um dieses Modell herum fungiert die Verwaltung.
Am Fakultätsmodell muss bemerkt werden, dass der Bachelor, der Master und die Weiterbildung an mehrere Lehrstühle verschiedener Fakultäten gebunden ist. Beim Matrixmodell verändert sich das Fakultätsmodell dahingehend, dass die Fakultäten in ihre Fachbereiche aufgespalten werden. Nun würden sich zum Beispiel die Fachbereiche Mathematik und Informatik, die bisher zur Fakultät 1 gehören, in eigene Fachbereiche aufteilen. Hinzu kommt das Modell der Schools, welche die Verantwortung für die Lehre der Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengänge innehat. Die Lehre wird weiterhin durch die Lehrstühle in den Fachbereichen durchgeführt. Die Organisation der Abläufe und die Ressourcenvergabe der Schools erfolgt über die Deans, welche in der Verwaltung sitzen. Dieses Modell ist erstmal ein Vorschlag, der noch weiterer Bearbeitung bedarf. Und wann könnte ein solches Modell vielleicht in Kraft treten? Nun, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Diskussion in der Hochschule läuft. Wir sind durch unseren Hochschulentwicklungsplan und durch die damit zusammenhängenden Strukturbedingungen des Landes dazu angehalten, die Strukturentscheidung, sagen wir mal, nicht allzu lange herauszuschieben. Andererseits denken wir aber, dass es Sinn macht, einen intensiven Kommunikationsprozess in der Universität beflügeln. Einfach deswegen, weil ganz offenkundig auch noch große Informationsdefizite auf der einen Seite bestehen und auf der anderen Seite auch noch nicht alle Vor- und Nachteile der diskutierbaren Modelle ausdiskutiert sind. Also könnte man sagen, dass wir vermutlich das Ziel Wintersemester 2010-2011 ins Auge fassen. Bis eine endgültige Lösung und somit eine neue Struktur in Kraft tritt, vergeht noch einige Zeit. Frühestens im Jahr 2011 wird es soweit sein. Vorher könnt ihr euch am 15. Juli bei einer weiteren Hochschuldiskussion informieren oder ihr holt euch die Informationen über die Links auf unserer Seite.